Er klingt neu. Echos des Lachens auf einem leeren Flussbett, nicht um darauf zu segeln, doch sicher... Wollt irgendwo hingehen? Würde es euch gefallen, mal hier rauszukommen? Und vielleicht irgendetwas Lustiges zu machen? Ich weiß es nicht. Ich habe es nie versucht. Na komm schon. Ach so, die Verbindung zu den Dragon Age Server. Das ist jetzt sehr interessant und sehr wichtig. Mies elendiges Dreckspiel. Tja. Wir sind im Ladebildschirm, offenbar gehen wir nach Val Royeau. Gut, wenn man zum kurzen Feldtrip nach Val Royeau tausende Kilometer nach Winston gehen will, von mir aus, warum nicht? Inquisitor, ihr ehrt uns mit eurer Anwesenheit. Dürfte ich euch und eurem Gast eine Auswahl unserer feinsten Käsesorten anbieten? Ich esse nicht. Nun gut, dann also nur eine Flasche weißer Gislain als Entree. Der Portier ist vollkommen zu speisen, euer Gnade. Überfordert. Was zum Geier passiert da gerade? Was ist das für ein Freak? Er hat mich gesehen. Sie alle sehen mich. Ich bin stolz auf euch. Es freut mich, dass ihr es ihnen gestattet habt. Ich weiß nicht, ob ich das getan habe. Ich finde Leute, wenn ihr Schmerz sie verletzlich macht. Ich lindere den Schmerz, ich gehe, sie vergessen. Das hat mir genügt. Jetzt erinnern sie sich und ich bin mir nicht sicher, ob... Hat Cole gerade gelacht? Cole? Ich hatte euch doch von Rice erzählt, dem Magier, der mich sehen konnte. Meinem Freund. Er war lange Zeit mein einziger Freund. Evangeline hat mir gezeigt, dass auch Templer freundlich sein können. Doch selbst sie... Kurz mal nachschauen, ob es irgendwie was nachträglich bringt. Cold Zuneigung. Sekunde. Und man sollte eigentlich nicht für jeden Scheiß nachschauen, aber ich möchte halt... langsam... Oh, da bleibt er bis so langsam. Da haben wir. Gut, dann weiß ich schon bald. Ist es zu schmerzhaft für euch vielleicht? Wenn es zu schmerzhaft für euch ist, müssen wir nicht darüber reden, Cor. Ihr seid freundlich. Entschuldigung. Ihr seht mich immer wieder in die Dunkelheit schreiten und macht euch jedes Mal Sorgen. Ach, ja. Ich danke euch. Aber es geht nicht um sie. Es geht um... Als ich herausfand, dass ich kein Mensch bin, als ich mehr wurde, habe ich Rice verloren. Ich habe meinen einzigen Freund verloren. Deshalb hatte ich Angst davor, mich all diesen Leuten zu zeigen. Deshalb habe ich gelacht. Ach, das Mikrofon ist eine Katastrophe. Dass ich mich selber hören kann, habe ich irgendwie einmal Angst zu atmen, weil ich dann immer Angst habe, dass dann die Aufnahme geht. Aber ich habe bei Tests herausgefunden, dass es nicht das Problem ist, aber ich höre es dennoch. Ich höre mich selber atmen, ist leicht unangenehm, deswegen versuche ich die ganze Zeit die Luft anzuhalten. Also, ihr habt über euch selbst gelacht. Ihr lacht über euch selbst? Ja. Diese Welt hat mich gelehrt, dass man seine Freunde verliert, wenn man sich verändert. Aber ich weiß jetzt, dass dem nicht so sein muss. Ich bin genug ich selbst, um zu wissen, dass das, was ich gefühlt habe, töricht war. Ist das nicht wundervoll? Ja, das ist es. Es ist ein weiterer Schritt in die richtige Richtung, Cole. Es könnte mir gefallen, menschlich zu sein. Was denkt ihr, lerne ich als nächstes? Dinge. So. Ach ja...
Aber ich hab immer das Unwohlsein, dass ich nicht atmen dürfte. Ich habe immer versucht, so ganz langsam zu atmen, so ganz leise. Damit das nicht im Mikrofon hört, aber das ist alles Schwachsinn. Cole, wie ist die Lage? Er ist falsch, dieser Verrückte mit den toten Augen. Scheiße. Ich nannte ihn einen ihn. Ist er am Leben, ist alles am Leben. Scheiße, ich hasse Rosinen. Es ist vermutlich Varric, der so redet, oder? Es kommt... Moment mal. Ach nee. Das ist Sarah. Oder? Das müsste Sarah sein. Bis denn. Wir unterhalten uns später. Wenn ihr möchtet. Jetzt bin ich gespannt, ob unsere Gefährten irgendwie eine andere Meinung zu Cole haben. Jetzt, wo er sich ein bisschen verändert hat. Fragen wir zuerst mal Sarah, die ja gar nicht leiden kann. Sarah? Rumsitzen und warten. Großartig, oder? Nachforschen, Verbündete. Was haltet ihr von den... Ihr immer mit euren Leuten. Also gut, welche meint ihr? Cole. Was ist mit Cole? Auf den scheiß ich. Er ist einfach nur falsch. Ach so. Ihr habt gerade er und den gesagt. Schnauze. Okay, neue Reaktion also. Es genügt vorerst. Wir unterhalten uns später. Auch gut, ich bin hier. Schnauze. Sympathisch. Noch ein paar Wächter, die hier rumstehen. Wir können da oben erstmal kurz gucken bei... Ach, wir können hier nicht hochlatschen. Jetzt bin ich hier nutzloserweise runtergesprungen. Ich wollte nur eigentlich noch gucken, ob da oben jetzt irgendjemand so ein lustiges Gespräch führen kann, was Cole denn so angerichtet hat vielleicht. Ich weiß nicht, ein spezifisches Gespräch über Dolche vielleicht? Redet. Redet. Redet halt nicht. Das ist doch alles scheiße. Cullen, wie ist die Lage denn so hier? Oh. Oh. Ich wollte euch danken. Als ihr mich aufgesucht habt... Wenn es irgendetwas gibt. In meinem Kopf hat sich das deutlich besser angehört. Ah, ihr fühlt euch also besser? Ich nehme an, ihr fühlt euch besser? Ich... Ja. Ist es immer so schlimm? Die Schmerzen kommen und gehen. Manchmal fühle ich mich, als wäre ich wieder dort. Ich hätte mich an diesem Tag nicht so überfordern dürfen. Schön, dass ich euch helfen konnte. Ich bin einfach nur froh, dass es euch gut geht. Das tut es. Ich habe nie jemandem erzählt, was mir im Zirkel von Ferelden wirklich widerfahren ist. Ich war danach nicht mehr ich selbst. Ich war zornig und dieser Zorn hat mich jahrelang blind gemacht. Ich bin nicht stolz auf das, was aus mir wurde. Aber jetzt kann ich all das langsam hinter mir lassen. Das ist zumindest ein Anfang. Es ist gut loszulassen, denke ich. Die Vergangenheit ist nicht immer angenehm. Manchmal muss man sie einfach hinter sich lassen und nach vorne blicken. Ich kann nicht vergessen, was geschehen ist. Aber es hat mich hierher geführt. Und hier kann ich etwas bewirken. Wie auch immer. Ich wollte euch danken und euch nicht noch mehr belasten. Es gibt schon genügend Dinge, um die ihr euch sorgen müsst. Wie geht es euch? Freunde geben halt, das kann man so formulieren. Ich habe hier großartige Leute kennengelernt. Es hilft mir, sie an meiner Seite zu wissen. Ja, ihr befindet euch zweifellos in interessanter Gesellschaft. Und ich schätze, das gilt auch für mich. Tja. Gut, da sind wir hier. Gut. Dann können wir nochmal da langlaufen. Vielleicht kommen wir dann irgendwelchen Leuten vorbei, die vielleicht über Dolche reden wollen.
Dolche? Na, halt nicht. Kein, sonst was? Zu euren Diensten. Dragon Age war immer schon ein pures, nun ja, Laberspiel. Darf ich euch etwas fragen? Natürlich. Bereut ihr eure Vergangenheit denn so? Bereut ihr noch immer, zu was für einem Menschen ihr wurdet, nachdem ihr Ferelden verlassen habt? Nach den Geschehnissen im Zirkel von Ferelden dachte ich, alle Magier wären wie jene, mit denen ich dort zu tun hatte. Kommandantin Merediths Methoden waren hart, aber sie sorgten für Sicherheit. Meredith war aber im Endeffekt im Unrecht. Ihr sagtet, Meredith hätte den Verstand verloren. Sie war meine Kommandantin. Ich hatte keinen Grund, ihr zu misstrauen. Und sie hatte nicht Unrecht, was die Blutmagier in Kirkwall betraf. Das ist leider wahr. Meredith schürte meinen Hass auf die Magier. Aber es gab eine Grenze, wie weit ich gehen würde. Und das wusste sie auch. Ich war ihr Stellvertreter. Aber sie hat einige Entscheidungen ohne mein Wissen getroffen. Diejenigen, die ich in Frage gestellt hätte. Ich war überzeugt, sie würde zum Wohle der Stadt handeln. Und hätte nie auch nur daran gedacht, sie zu hinterfragen. Nicht bevor es zu spät war. Ach ja, Entscheidungen wie zum Beispiel sich einen Zweihänder aus rotem Lyrum auf dem Rücken zu schnallen. Ganz dezent und unauffällig. Ich bin besser als sie, oder? Ach komm. Ich hoffe, die Führung der Inquisition sagt euch mehr zu. Ich bin mir sicher, ihr werdet uns nicht enttäuschen. Die Inquisition ist meine Chance auf Wiedergutmachung. Ich lasse nicht zu, dass sie scheitert. Ihr seid also gegen die Templer? Denkt ihr, die Templer sollten aufgelöst werden? Nein. Ich mag mich entschieden haben, dieses Leben hinter mir zu lassen. Aber ich respektiere diejenigen, die an ihm festhalten. Unkontrollierte Magie könnte die Welt in Stücke reißen. So wie sie es jetzt gerade tut. Die Templer sind fähig, derartigen Gefahren zu begegnen. Ich persönlich bin immer noch für gemischte Truppen aus Templern und Magiern, die dann zusammen sich darum kümmern, dass sie da so Blutmagie und so einen Scheiß bekämpfen. Was ist dann die Lösung? Und was würdet ihr vorschlagen? Manche bezeichnen den Zirkel als ein Gefängnis, das nichts als Feindseligkeit hervorbringen kann. Es wäre vielleicht gut, die Magier auch außerhalb des Zirkels einzusetzen. In gemischten Kampftrupps oder Krankenstationen, unterstützt von den Templern. Mein Mann, Kalt! Außerdem muss es für die Templer einen ungefährlicheren Weg geben, aus dem Dienst auszuscheiden. Ja, das Lyrium ist ein Problem. Templer können durch das Lyrium ihre Erinnerungen verlieren. Einige nennen es ein Geschenk, die erfolglosen Läuterungen und Dämonen vergessen zu können. Manches Grauen verfolgt mich noch immer, aber dafür auch alles Gute zu vergessen? Ich habe schon mal fast den Verstand verloren. Das ist kein Geschenk. Könnt ihr da Templer denselben Scheiß machen lassen wie die Sucher? Die Sucher brauchen kein Lyrium und können immer noch sind immun dagegen auch noch. Und können den, können denselben Kram auch machen wie die Templer. Sogar noch mehr, also hier. Keine schlechte Idee. Mir gefällt eure Idee. Ich bin mir nicht sicher, ob es die Lösung ist, aber irgendetwas muss. Die Idee, die habe ich schon immer vorgeschlagen. Immer. Also, ich habe mir die Dragon Age 2 die ganze Zeit aufgespart bis zur finalen Entscheidung. Da habe ich den weit und breit vorgetragen. Wie sehen eure Pläne denn so aus? Die Inquisition wird nicht ewig Bestand haben. Was werdet ihr machen, wenn das alles vorbei ist? Um ehrlich zu sein, habe ich bis vor kurzem kaum darüber nachgedacht. Ich bin es nicht gewohnt, so viele Möglichkeiten zu haben. Und wie geht's der Familie? Ihr hattet erwähnt, dass ihr Geschwister habt. Bei allem, was gerade geschieht, wisst ihr, ob es ihnen gut geht? Meine älteste Schwester hat mir eine Nachricht geschickt. Sie war schon immer gut darin, mich aufzuspüren. In Südhang herrscht dasselbe Chaos wie überall. Aber meiner Familie geht es gut. Und ich bete dafür, dass es auch so bleibt. Euch aufzuspüren? Eure Schwester hat euch aufgespürt? Heißt das, sie wusste nicht, wo ihr seid? Ich hatte sie wissen lassen, dass ich in Haven war. Und sie ging offenbar davon aus, dass ich überlebt habe. Es ist nicht das erste Mal, dass es so abläuft. Schon als ich nach Kirkwall versetzt wurde, habe ich es womöglich versäumt, sie darüber zu informieren. Oh. Und warum? Ich war in keiner guten Verfassung und wollte einfach nur weg. 2 Jahre später erhielt ich einen wütenden Brief wegen meines Verschwindens. Trotz all ihrer Vorwürfe war es eine Erleichterung, von jemandem zu hören, der mich schon vor der Verderbnis kannte. Ja, das wird dann erstmal alles. Das ist alles, was ich wissen wollte. Ich bin mir sicher, ihr habt noch genügend andere... Wir können das mal fragen. Was kann ich für euch tun? Gibt es irgendwas zu wissen?
Gibt es irgendetwas, wo... Es gibt deutlich weniger Auseinandersetzungen zwischen unseren Templern und Magiern als noch zu Beginn. Ach so. Sie tauschen sogar Geschichten aus und bauen sich gegenseitig für das auf, was uns bevorsteht. Wunderbar. Ich hoffe nur, das hält auch noch an, wenn ihr gemeinsamer Feind... Das dachte ich auch. Ist auch was? Gibt es... Im Moment nicht. Mitstreiter sehen? Wen genau meint ihr? Die Soldaten. Seid ihr mit den Truppen? Unsere Soldaten haben sich während der Belagerung Adamans gut geschlagen. Sie haben auf Veränderungen des Schlachtfeldes schnell reagiert. Noch wichtiger ist aber, dass sie sich aufeinander verlassen haben. Seinen Kampfgefährten zu vertrauen, ist etwas, das einem niemand beibringen kann. Das heißt, wir als Inquisition haben jetzt gerade die hammermäßige Armee, oder was? Ich sollte euch... Ich meine, unsere Armee ist mit den grauen Wächtern aufnehmen können. Und einer Dämonenarmee. So. Reden wir mit Blackwall. Ich habe bestimmt auch irgendwas zu melden inzwischen. Inquisitor? Die Inquisition, wie seht ihr die? Was denkt ihr über... Ich weiß nur, dass ihr diese Welt bis in ihre Grundfesten Gefährten. Erschüttern. Wie steht ihr zu uns? Dorian. Ja. Ich weiß, dass ihr nicht magst. Und so wie steht ihr... Madame Vivienne. Die giftigsten Schlangen sind häufig auch die schönsten. Wie steht ihr... Cole ist gefährlich. Ja. Unberechnet. Ich würde ihm nicht den Rücken... Gut, Emma Cole. Immer noch nicht. Bis denn. Wie immer. Als nächstes würde ich sagen, gehen wir in die Hinterlande und wir müssen nach Valamar. Das heißt, wir können hier hingehen. Zu Ort reisen. Wir nehmen mit. Cole sieht ein bisschen strahlend aus. Wo ist Varric? Ach, ich erkenne deine Karte nicht mehr, weil die inzwischen so rot ist hier. Varric mitnehmen. Wir nehmen dann auch noch mit. Was wir das immer machen können, wir können mal experimentell diese Truppe mitnehmen. Ne? Was sagt ihr? Lass uns diese Truppe mitnehmen. Experimentell. Zwei Schurken, ein Magier und ein Krieger. Der auf Agro geskillt ist und nicht auf Tanken. Das heißt, wir werden vermutlich einfach nur verprügelt werden permanent, aber lass uns das probieren. Ich meine, warum müssen wir immer die gleichen Gruppenkonstellationen nehmen? Ach ja, wegen der Ladebildschirme. Stimmt. Ladebildschirme protestieren bei ungleicher Gruppenkonstellation. Inquisitor. Ja, das bin ich, aber das ist mir gerade scheißegal, denn ich habe was zu tun. Alter, diese Ruckler. Wo kommen die? Vielleicht, weil wir das Spiel auf höchsten Grafikeinstellungen spielen und aufnehmen? Könnte sein. Aber ich werde nicht runterschrauben. So häufig treten die Ruckler nun auch wieder nicht auf. Ach komm, wir können hier einfach außen rum gehen. Habe ich gerade gesagt, so häufig treten nicht auf. Ich habe das Gefühl, ich habe mich geirrt. Hier laufen große Templer rum. Ey, ich möchte den Ding hier einfach fassen. So. Gut, rote Templer. Gut, dass wir Völk dabei haben. Der mag sowieso keine roten Templer. Aber um es mit Velks Worten zu fassen... Oh, verdammt. Ach, wo wir gerade schon dabei sind. Ich möchte bitte die Rolle auf der 4 haben und das kann von mir aus der 5 bleiben. So, und das dürfte dann so alles gehen. Valamar liegt am Wasserfall. Der Eingang dahin liegt am Wasserfall. Da waren wir schon einmal. Klopf, klopf, wer ist da die Tür? Auf nach Valamar. Schilde schützen nur gegen Angriff von vorne. Achtet darauf, in welche Richtung deine Krieger sehen. Ja, natürlich. Was wir auch mal machen könnten, wäre vielleicht uns umzuskillen auf
Schwert und Schild. Einfach mal so, weil wir es können. Aber nee. Warum sollten wir? Oh. Endlich. Ich dachte schon, du kommst nicht. Niemand hat verlangt, dass du in dieser unheimlichen Höhle warten sollst. Tja, hab ich aber. Also machen wir es kurz. Diese Dummköpfe holen das rote Lyrium in ungesicherten Behältern raus. Ja. Wir sollten nicht bleiben, bis es anfängt, mit uns zu sprechen. Warum sollte man sie sichern? Warum sollten die Behälter gesichert werden? Reines Lyrium ist unglaublich gefährlich. Es kann selbst Zwerge vergiften oder töten. Und wir sind dagegen immun. Manchmal explodiert es einfach, ohne Vorwarnung. Im Grunde bauen Lyrium nur Verrückte ab. Ja. Die Minenkaste wirft es nicht einfach in einen Korb, sondern transportiert es in speziellen Behältern, um es unter Kontrolle zu halten. Und damit meine ich normales Lyrium. Das rote Zeug ist noch schlimmer. Würde mich nicht wundern, wenn die meisten ihrer Arbeiter daran sterben. Vermutlich. Ihr wisst, was es bewirkt? Ihr scheint mehr als alle anderen über die Wirkung von rotem Lyrium zu wissen. Varric hat mir erzählt, was es mit ihm und seinem Bruder gemacht hat. Und wie kamt ihr auf diesen Ort hier? Wie seid ihr überhaupt auf diesen Ort gekommen? Es muss doch hunderte von Eingängen in die tiefen Wege geben. Ich kannte diesen Eingang von früher. Varric ist nicht der einzige Oberflächenzwerg, der die tiefen Wege erkundet. Allerdings war ich zugegebenermaßen ziemlich überrascht, als es hier plötzlich von Menschen wimmelte. Na komm, ich hoffe, ihr könnt kämpfen. Wenn ihr uns begleitet, hoffe ich, ihr wisst, wie man kämpft. Nein, ich wollte mich eigentlich hilflos in einer Ecke kauern und euch die Arbeit überlassen. Sie ist ein brauchbarer Schütze. Brauchbar? Erwartest du, dass ich vor dem Inquisitor zugebe, dass du besser bist als ich? Wir sollten nicht noch mehr Zeit verlieren. Gehen wir? Gehen wir. Speichern, Solas sitzt da hinten wieder in der Ecke rum. Schämt sich für irgendwas. Viel besser. Und ja, man kann eine Rolle in voller Rüstung ausführen. Wie sinnvoll ist es, im Kampf eine Rolle auszuführen, wiederum... Nun... Von wegen voller Menschen sind Zwerge. Flier. Gut, das sind Stufe 11 Gegner, also die werden uns jetzt nicht zerfleischen können. Was hast du dir denn gedacht, dass du mir in den Rücken springen kannst? Ja, da hab ich dich einfach verarscht. Verarscht. Weil du Kacke bist und nichts kannst. Ich meine nicht dich, Cole. Und was ist das hier? Kisten! Ich wollte dich nicht episch kaputt machen, aber gut, dann halt so. Kisten. So, kommt her. Es ist Zeit, Ärsche zu treten. Die sind alle da drinnen. Ah, reingerollt. Wieder rausgerollt. Erstmal plündern mitten im Kampf. High-Ever-Gewebe. Die haben ziemlich viel High-Ever-Gewebe. Und wir sollten mal wieder Scheiße verkaufen, glaube ich. Inventar ist schon bald voll. Ist inzwischen irgendwas Neues aufgetaucht. Sieht nicht danach aus. Hier ist alles beim Alten. Das machst du jetzt also? Bitte. In Höhlen rumschleichen, Leute erschießen. Ist das dein Tagwerk? In der Regel lasse ich die Höhlen weg. Ja. Aber wer hält sich schon an Regeln? Dragostein. Öffne die geschlossene Tür. Habt ihr schon mit dunkler Brut zu kämpfen? Das ist tragisch. Ihr seid nämlich tot! Mause tot! Aber das gilt natürlich auch für dich.
Zum Glück haben wir Solas dabei, der kann gleich ein paar Holzbretter davor legen, wenn die dunkle Brut irgendwo durchkommt. Hey, hier waren wir noch nie. Hallo. Komm, greif an. Oh. Gut, das war... Das ging jetzt sehr schnell. Kisten! Ich kann diese Kisten einfach nicht tolerieren. Hat sich hier drin schon was geändert? Mann, dass wir das letzte Mal hier drin waren. Woher kommt die dunkle Brut jetzt? Woher kommt ihr jetzt? Das freut mich, Bianca. Erstmal hier noch plündern. So, immer schön drauf. Und nochmal. So. Und da hinten steht noch einer. Und ein mobiler Heiltrank, bitte. Danke. Heiltrank ist normalerweise immer mobil, aber wer interessiert das schon? Eicheltalisman aus Bronze. Das überrascht mich, dass er sowas dabei hatte. Dragostein. Noch ein bisschen Dragostein. Und natürlich noch diese Tür. Mit noch mehr Dragostein. Und wir sind hier schon wieder kurz zum Ausgang. Sie hat sie also gesagt, sie wundert sich, dass hier überall Menschen rumlaufen. In Wahrheit haben wir nur Zwerge gesehen. Und dunkle Brut.